Moin und willkommen zu Leveln und Herbststücke. Die letzte Folge ist jetzt schon etwas länger her, die ich aufgenommen habe, da ich momentan mit dem Projekt Loot Level Indies zugange bin. Und ich hörte, dass er dann Shadow Unit Ramps drin hatte eine ganze Zeit lang. Ich allerdings sagen muss, dass ich das noch nicht eingestellt habe. Und ich finde irgendwie, dass das mit dem Standard-Dingen von Blizzard dann doch irgendwie mir besser gefällt. Ja, was machen wir heute Schönes? Wir gehen mal zurück in den Stall, Lian. Jian, Ling und Stinky suchen. Okay. Das ist ein sehr interessanter Name. Dann werden wir danach nämlich direkt den Stream anschmeißen. Der eigentlich schon seit einer halben Stunde laufen sollte, aber ich habe mich da so ein bisschen zeitlich vertan. Ich war heute etwas müde nach der Arbeit und habe dann doch etwas länger geschlafen, als das ich eigentlich wollte. So, was haben wir hier? Genau, sprech mit dem Grummel. Genau, da können wir nämlich nach oben zu den Leuten. So, Jian. Den haben wir jetzt gefunden. Das haben wir jetzt hier noch die nennen sie sich? Wushan. Die müssen wir mal im Tier platt machen. Ja, ich kann aber schon mittlerweile verraten, was wir als nächstes machen. Als nächstes wird es dann der nächste BOP Loot Level Indies und dem Projekt Level ohne Erbstücke, sobald das fertig ist. Gibt es dann WoW Classic und Season of Discovery geben, sobald da die neue Version vorhanden ist oder rauskommt. Werde ich dann das weiter aufnehmen. Deswegen hoffe ich, dass ich bis dahin schon soweit fertig bin mit den Projekten hier. Dass ich in die Richtung dann rüber switchen kann. Und ich bin derzeit überlegen, dass wir in Season of Discovery würde ich ganz gerne einen Untoten spielen, einen Untoten Hexer. Und in der Hardcore-Version ist es noch nicht entschieden. Da wäre zum Beispiel ein Paladin interessant. Krieger würde ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil Krieger habe ich jetzt nicht unbedingt so die beste Erfahrung. Vielleicht Waffenkrieger. Ja, dass man da vielleicht in die Zweihandrichtung geht, das wäre, glaube ich, interessant, dass man da so ein DD vielleicht spielt. Würde mich aber dann, glaube ich, eher so für einen Hunter entscheiden. Eine gute alte Classic-Hunter in dem Fall. Müsste man mal gucken, wenn es soweit ist. So, jetzt die haben die nicht getroppt, ne? Ihr Drecksack. Warum ist der Handlungspakete jetzt so klein? Ist egal. So, was haben wir hier noch? Wir brauchen Schildkröten, Fleischfetzen. Okay. Okay. Dann mal hier ran an die Bulette. Weil ich will jetzt nicht anfangen, noch Classic zu spielen, sonst vertue ich mich irgendwann. Und dann, wenn ich so einen Brain-Afghater habe, sterbe ich dann einfach. Was dann jetzt auch nicht so schön wäre, sage ich jetzt mal. Ja, es wäre was zu machen, aber ich würde schon gerne versuchen, so weit zu kommen, wirklich ohne zu sterben. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, werden wir natürlich auch ohne Rotationssetzen spielen. Dachte er in seinen Jugendlichen leicht drin. Ja, weil wie gesagt, jetzt habe ich es hier drin, weil so häufig spiele ich die Charaktere ja nicht. Wobei bei denen, ja, das ist jetzt ist wirklich schwer, wir sind Level 39 und der andere ist glaube ich jetzt 42 oder 43. Da ist es nicht ganz so schwierig. Ich nutze das Addon eigentlich auch eher mehr für die DDs, wenn ich auch Damage mache. Dafür, wofür ich eigentlich da bin, Damage zu machen. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach, fall doch mal umher. Dass wir hier mit dem sogar noch heute Level 40 erreichen, das wäre ja traumhaft. Dann haben wir nämlich noch 20, nein, 30 Level, die wir noch machen müssen. So, was habe ich denn hier noch? Wen muss ich denn noch hier suchen? Ling muss ich noch suchen. Ach, Ling läuft hier rum. Ja, Ling läuft hier rum. Pandaria ist auch eine schöne Ecke zum Questen. So ist es nicht. Weckt alte Erinnerung, muss ich so sagen. Das erweckt alte Erinnerung. Schöne Mist auf Pandaria. Ja, mit dem anderen Char, mit dem Trolldruiden, sind wir derzeit in Desolace unterwegs. Da schauen wir uns das Ganze an. Da haben wir auch das Schlingenlandtal so ein bisschen mitgenommen und da habe ich jemanden gesehen, der ein Botschafter oder Diplomat ist von König Rassakan. Also die Zandalari-Trolle. Wo ich mir denke, Alter, seit wann steht er denn da? Also das kannte ich ja gar nicht. Werdet ihr auch in einer der Aufnahmen sehen, dass da jemand da steht. Deswegen, da war ich auch so ein bisschen erstaunt, weil darauf habe ich ehrlich gesagt noch nie geachtet. Der muss mit einem Addon dazugekommen sein. Ich denke mal, mit BFA ist der da hingekommen. Still und heimlich hat Blizzard den wahrscheinlich da hingesetzt und sich gedacht, ha, das fällt so, also kann auf. So, diebischer Wolf.
Wann haben wir denn noch hier? Ach, guck mal, da spawnt dort direkt einer hier. Sehr schön. Machen wir den dritten mal hier Platz. Und dann haben wir direkt erstmal die ganzen Sachen mit dabei. Das ist doch wunderbar. Dann können wir direkt erstmal zurückfliegen. Ja, das Mount, das haben wir durch den Handelsposten bekommen, ne? Wobei ich sagen muss, diesen Monat ist jetzt das nicht so wirklich schön mit dem Handelsposten. Na, Chin und Lili. Hallo, möge die Jagd spannen. Wir haben hier 21, 8, 15, wenn wir den hier. Ist sogar lila aufgewertet. Nice. Direkt erstmal Transport rausholen. Vor allem, wenn man nicht alle 5 Minuten Pause machen würde. Gute Pfade finden. Möchte sie damit sagen. Man soll nicht alle 5 Minuten Pause machen, Onkelchen. Kann ich noch einen anderen Helm hier hinsetzen können? Ich glaube nicht, ne? Ach, den Sombrero-Hut. Komm, wir nehmen den hier mal mit dabei. Bin nicht ganz so im Teambock, aber ist egal. Das wird natürlich auch ganz cool. Ja, Sets habe ich jetzt auch nicht so viele. Aber also, es geht ja auch immer so ums Optische, ne? Dass wir so ein bisschen interessant gestaltet haben hier. So, Ken. Ja, da müssen wir rüber in die Karasang-Wildnis, wo es auch eine sehr traurige Geschichte gibt. Und der Kurze ist jetzt hier etwas überfordert. Ich lasse mir einen Bart, ja, mit den Tieren. Er lässt sich ein Bart wachsen. Ja, das wollte ich früher als Kind auch immer. Und schon wieder irgendwas backt hier. Was backt hier schon wieder? Ist echt schlimm. Warum? Mehr Sonne. Ach, Leute, das ist. Das ist. Ich verstehe es nicht, warum das immer so ist. Ne? Da versucht ein Addon irgendwas abzugreifen oder hier irgendwelche Texte zu geben und dann Fehler. Ja, das ist echt. Wo ist meine Leiste? Echt schlimm. Meine Leiste fehlt hier. Dann aber war den hier einmal relockt. Ich habe echt einen Relock-Button, ne? Hat auch nicht jeder. Gut. So, dann müssen wir jetzt Folgendes tun. Wir müssen diebische Wölfe töten und die Falken hier. Ja, im Pandaria müssen wir leider zum Brio tragen, da komme ich gar nicht dran hier an den Typen. Ach, verdammt, da machen wir das die Prähe hier. Eigentlich hätten wir es anders machen müssen, ne? Wir hätten eigentlich hingehen müssen und sagen müssen, komm, wir spielen hier, wie soll ich sagen? Wir machen hier, bitte, sag mal schnell. Nicht ein Schutzkrieger, sondern hier Waffenkrieger, Vorratkrieger. Ja? Ein Waffenkrieger wäre da sinnvoller gewesen, weil bis wir zwei passende Zweihandwaffen hätten. Das dauert. Das dauert. So. Brauche ich nicht. Ja, da ist ja doch eine ganze Weile dran, bis das dann erreicht ist. Ja, es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich persönlich sagen würde, da könnte man so ein bisschen was am UI verbessern. Hatten wir jetzt in der einen Aufnahme gerade das Addon Shattered Uniframes drin. Und ich ja gesagt habe, da fehlen mir so ein paar Sachen. Dann habe ich jetzt hier wieder das Standard-UI drin, was eigentlich ja auch relativ cool ist. Ne? Also so ist es ja nicht. Man kann sich ja vieles durch die Beat-Auren anzeigen lassen. Was ich mir halt wünschen würde, ist halt etwas wie die Buffs. Ne? Das die Standard-Buffs, die wir zum Beispiel die hier oben. Dass das hier bei dem Charakter angezeigt wird. Ja, das würde ich mir halt wünschen. Man kann das ja, glaube ich, auch über die Leiste hier anzeigen lassen, ne? Spezielle Ressourcen. Das sind sie über den Gegner anzeigen zu lassen, persönliche Abfangzeiten anzeigen. So, jetzt habe ich aber hier nicht. Doch, jetzt habe ich das unten drin mit dem Schild. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier meine Buffleiste. Aber das zu verschieben, das wäre natürlich recht schön, ne? Das würde ich mir wünschen, dass man das verschieben kann. Weil es wird halt nicht alles angezeigt. Guck mal, hier zum Beispiel, jetzt ist es schon weg. Ja, hier ist es. Siegesrausch zum Beispiel. Ach, guck mal, jetzt fliegen die da oben rum. Ey, Leute, kommt doch da runter. Kommt doch mal da runter. Das wäre ganz cool, wenn man das nämlich hätte. Wenn man sich das irgendwie einstellen könnte, dass das halt mit in der Leiste drin ist. So, hier müssen wir noch den Oberboss. Lupello, ja. Komm mal her, Lupello. Hört sich an wie jemand von der Mafia. Ja, Lupello, der bösartige Wolf. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne, mit der Macht aller Untoten. Ja. Aber auch bei Shadow Uniframes habe ich gesehen, dass die Debuffs zum Beispiel nicht angezeigt werden.
Was man noch als Alternative testen könnte, wäre zum Beispiel... Okay, jetzt habe ich auch keine Zeit drauf. Aber er stirbt wahrscheinlich durch den Dot. Auch nicht. Wäre X-Perl, Z-Perl. Ne? Ob man da das alles angezeigt bekommt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben ganz schön auf die Schnauze gekriegt. Ach, wir haben noch den Debuff drauf, der uns tötet gerade. Der uns so langsam dahin rafft. Der Debuff. So, guck mal hier, jetzt brauchen wir den noch. Komm mal mit hier runter. Früher hattest du das nicht. Ne? Als Hunter war das ein bisschen einfacher. Da konntest du die Dinger runterschießen. Wer seid ihr denn? Yeah, durchbrechen der Schallgrenze, sag ich mal dazu, ne? Bleibst du wohl hier mit meinem Schnitzel? Alter! Ich halt einfach mit meinem Scharfschnitzel weg. Ah, Talentpunkt gucken wir gleich. Level 40 haben wir erreicht. So, welchen Talentpunkt sollen wir jetzt hier nehmen? Es zeigt er mir den nicht an, ne? Ja, machen wir einfach mal. Ja, aber Spiel, welchen Talentpunkt soll ich nehmen? So, ich mach das einfach mal. Ja, speichern. Ansteigerbild, weiter. Also ich würde eigentlich eher knisternden Donner nehmen, ne? Dass das halt eher Leute trifft. Aber ich komme da oben nicht dran. Wo sind denn die anderen hier? Ja, der Wieder schafft sogar noch weglaufen von der Seite. Auch nicht schlecht. Und was bringt uns das denn jetzt hier? Bin über Verwunden verfügt, wiegt Donnerknall auf 5 Zielen von verwundeten betroffenen Zielen in der Nähe. Okay. Verwunden ist das. Ah, okay, dann kann ich das nämlich rausnehmen. Okay. Das durch den Donnerknall bekomme ich jetzt automatisch verwunden mit rein, dass man eine Schafe hier. Das ist aber ziemlich doof, ne? Dass man den Kleinen da die Sachen hinterlässt und er soll hier die Tiere beschützen in dem Fall. Jetzt kann ich sogar mehr killen als nur die 5. So, guck mal, wir gehen mal hier die Quest ab. Donnerfuß, ah ja. Sprecht. Aber ich kann das selber gar nicht aufnehmen. Du hast einen weißen Eberfalken getötet. Aber ich mache doch gar keinen Damage. Das ist halt der Nachteil an einem Tank. Wie gesagt, Tanks sind ja dazu da, Agro zu halten und sowas. Nicht um Schaden zu machen. Weil ich kann mich gerade nicht gegenhalten, ist das Problem, ne? Ne, warte mal, es ist dieselbe Leiste. Ich sehe meine eigene Lebensleiste gerade nicht. Oh, das ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft, wenn man das nicht sieht. Ach komm schon, lass mich dich hinrichten. Und da liegt er im Dreck. Große Weiße. Ja, und dann müssen wir da runterfliegen. Jetzt bin ich schon wieder in Fight. Nice. Fing ja gut an. Ja gut, dann würde ich es jetzt erstmal bei der Folge belassen. Ich mache die so ein bisschen kürzer. Poliert seine Melone. Alter, das ist schon ein wenig. Hast du das Bier ausgetrunken? Ein wenig. Er poliert wirklich seine Melone. Alter, ist das eine Melone. Hm. Also, was nehmen wir? Oh, der Ring ist gut. Genug davon. Den Ring, den nehmen wir. Handgelenke, Hände nehmen wir nicht. So, dann auf Fuß. Ein Schuss. Ja, schön. Okay. Da würde ich nämlich jetzt schon fast sagen, auf zur nächsten Folge. Jetzt kann ich mal in den Stream an, dass wir da in Starfield noch weiterkommen. So, Cem, wir brechen gleich auf und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.